Hey Christoph hier, Blues Guitar Tube, das dritte Video zum Power Chord. Ja, wenn du die ersten Videos noch nicht gesehen hast, dann klick dich zurück. Ich werde dir im Text unten ein, zwei Links einfügen zu Video 1 und 2, wo ich auf die Details, auf die Grundlagen des Power Chords eingehe. Da gehe ich jetzt heute nicht mehr drauf ein. In diesem Video geht es darum, zwei, drei Beispiele zu machen, wie breit du diesen Power Chord einsetzen kannst und wie viel Begleit-Blues oder auch Rock'n'Roll du damit eigentlich schon abdecken kannst, wenn du diese Akkordform beherrschst. Okay, ich bleibe für dieses Video in A-Dur. Okay, wenn wir hier den A-Power-Chord, den D-Power-Chord und den E-Power-Chord spielen, dann kannst du das, wenn du die Saiten hier unten ein bisschen dämpfst mit der Greifhand, das heißt, du hast die nicht offen, ja, einfach geht auch offen, ja, aber du hörst gleich den Unterschied, wenn ich einfach sanft hier die Handballe ein bisschen am Seitenbeginn hier drauf lege. Du hörst, dass der Ton trotzdem erklingt, aber dass er nicht offen ausklingt und derart laut und brachial daherkommt, sondern wirklich gedämpft, ja. Und wir dämpfen hier die Saiten mit der Schlaghand hier ganz unten am Steg ein bisschen drauflegen, aber nicht Druck geben, sondern nur drauflegen und so, dass du mit den Fingern noch fein genug arbeiten kannst, um die zwei nötigen Saiten anzuschlagen. Und dann kannst du sehr sanft Slow Blues begleiten, ja. So weiter, ja. Ich spiele jetzt hier nicht überall ein 12-Takt-Blues-Schema durch oder ein 8-Takt oder 24-Takte, wie auch immer, soll mehr als Idee dienen. Ja. Genau dasselbe Greifmuster kannst du verwenden, wenn du hier ein bisschen schneller anschlägst und du kannst schnelleren, rhythmischeren Blues begleiten, zum Beispiel so. Ich habe jetzt nur die 1-6 gespielt im Power Chord. Kann man die 7 noch dazu nehmen? Du siehst also auch schneller, schnellere Begleitung möglich, auch hier sehr, sehr viele Blues-Songs, hunderte, tausende Blues-Songs, die du auf diese Art und Weise begleiten kannst. Oder dann eben auch Rock'n'Roll, ja. Hier willst du, ich gehe jetzt hier mal vom A-Power-Chord, nehme ich jetzt den Basston nicht auf der A-Seite, sondern ich nehme den Basston auf der tiefen E-Seite hier und der Power-Chord, habe ich gesagt, entsteht eine Saite hoch, zwei Bünde rauf, ja. Also du hast hier den Ton A und auf der A-Seite den Ton E. Das ist die Quinte. Hier hat man den Power Chord und hier hat man die 1-5 und hier die 1-6, ja, mit dem Ton Fis. Ja, und jetzt beim Rock'n'Roll werde ich hier nicht dämpfen mit der rechten Hand, sondern ich werde das eher offen lassen und durchschlagen. Ja, du siehst, auch Rock'n'Roll mit Power Chords in dieser Art und Weise begleitbar. Gibt noch vieles mehr. Ich denke, ich belasse es mal bei diesen drei Möglichkeiten. Eher langsameren Blues, eher rhythmischeren Blues und bis hin zum Rock'n'Roll oder Rock Blues oder wie immer du das nennen möchtest. Grenzen sind ja da flüssig. Übe diese Power Chords, ja. Übe sie in der offenen Lage, übe sie auch halsübergreifend über alle Seitenpaare
Und du wirst damit nicht nur Blues begleiten können oder Rock'n'Roll. Die Power Chords, die findest du überall. Rockmusik, die findest du im Metal, vor allem im Metal, sehr stark vertreten. Breit durch die ganze Musikpalette kannst du Power Chords verwenden. Also wirklich ein Akkord, den du üben willst, den du beherrschen willst, und du hast schon ein ganz breites Spektrum an Bluesbegleitung abgedeckt. Ich bedanke mich für dein Interesse. Ich hoffe, das Video oder die 3-4 Videos über die Power Chords waren wertvoll für dich. Ich hoffe, das bringt dich ein bisschen weiter. Ich wünsche dir eine gute Zeit. Ich sehe dich im nächsten Video.